Mit dem Emotion M25 habe ich in den letzten Jahren schon so einiges erlebt. Ich habe euch einiges mitgegeben, doch eines hatte ich noch nicht getestet. Und zwar, wo geht der Emotion? In die Knie? Wie viele Kilos kriege ich gezogen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Dieses Video wird unterstützt von Alba, euer Partner zu Antriebstechniken für Aktivrollstühle. Ob mit dem Antriebsrad Smooth, dem Zuggerät ePilot, dem Greifreifenantrieb eMotion oder dem eFix. Mit den Alba-Hilfsmitteln seid ihr einfach mobil. Da ich ordentlich Masse bewegen muss, habe ich mich bei Obi gemeldet, dem Baumarkt meines Vertrauens bei mir um die Ecke. Dort, wo ich mein Material für die Bauprojekte jederzeit herbekomme, und sie haben ja gesagt. Dass ich einen leeren Bollerwagen gezogen bekomme oder auch mit den 115 Kilo meines Bruders, das war natürlich schon absehbar. Dank der Hilfe von Obi konnten wir 200 Kilo auf einer Palette auf dem Bollerwagen platzieren. Natürlich konnte ich die 200 Kilo locker ziehen. Also Palette wieder runter, ein paar Steine nachlegen, 300 Kilo und Palette wieder rauf. Auch wenn das hier ein bisschen schwerfällig aussieht, habe ich die 300 Kilo relativ leicht weggezogen. Es lag nur an den Kabelbindern, wo der Bollerwagen dran befestigt war, dass ich ein bisschen vorsichtig war. Da der Bollerwagen bei 300 Kilo schon in die Knie gegangen ist, haben wir uns den Anhänger genommen und den Anhänger am Rollstuhl befestigt. 350 Kilo. Na, bekomme ich den Anhänger gezogen? Wir werden es gleich wissen. Okay. Wahnsinn. Wieso muss ich Auto fahren? Nachdem ich jetzt 350 Kilo einfach so weggezogen habe, haben wir nochmal die 300 Kilo von der Palette draufgepackt. Und ja. Was fährst du für ein Auto, Felix? Ich fahr gar kein Auto. Nicht das hier, brauche ich auch keins. Scheiße, wir brauchen nur ein Auto, ein kleines. Wir mussten stärkere Geschütze auffahren, weshalb wir einfach mal den Transporter von Obi an den Rollstuhl geschnallt haben. Soll ich die Handbremse frei anziehen oder soll ich loskommen? Ihr es etwa geglaubt, hier der wahre Versuch. Soll ich hinten mit anschieben erstmal ein bisschen? Da tut sich nichts. Keine Scheiße. Vielen herzlichen Dank an Obi auf jeden Fall, dass die sich bereit erklärt haben, mir bei dem Test zu helfen. Danke euch. Ja, bitte. Danke gerne. Immer wieder gerne. Die Faust darauf. Mensch, 650 Kilo ist schon eine Menge, was der Rollstuhl gezogen hat. Aber dem Sprinter mit seinen knapp 3 Tonnen sei vergeben. Das war dann doch eine Nummer zu viel. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass dieser Test mich noch lange nicht zufriedenstellt, da ich die Grenze in diesem Rahmen nicht genau kenne. Also habe ich meinen Assistenten gefragt, ob ich seinen Kleinwagen mit 1,45 Tonnen abschleppen darf. Der Emotion kommt an seine Grenze, aber es klappt. Geil, 1500 Kilo plus
Assistent. Leicht geht's noch. Diesem Video habe ich jetzt eindeutig bewiesen, dass der Emotion ein richtiges Kraftpaket ist. Und das alles für jemanden, der sonst seine Arme nicht bewegen kann, ist eine mega Erfahrung. Der Dreh hat mir mega viel Spaß gemacht. An dieser Stelle noch ein herzliches Dank an Obi. Was hättet ihr gedacht? Zieht der Emotion? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal. Und wir sehen uns in einem nächsten Video. Bis dann. Cheerio.